Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Wer mir auf Facebook folgt, wird wissen, was in diesem Video kommen wird. Ich habe auf Facebook schon ein Foto gepostet von den zwei Orchideen, die ich vor kurzem miteinander hybridisiert habe. Das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Doch bevor ich darauf eingehe und welche ich hier mit welcher zusammen kombinieren möchte, möchte ich euch in diesem Video die Phalaenopsis Buddhas Thresher vorstellen. Diese haben wir hier. Die hat eine richtig schöne, ja, weinrote Blüte mit so richtig schönen runden Blütenblättern. Die macht schon einiges her. Es ist noch eine relativ kleine Pflanze, aber wenn die mal richtig groß wird, dann bildet die einen Blütenstand mit sehr, sehr vielen Blüten. Und wenn man das jetzt einfach mal mit so einer Hybride vergleicht, dann sieht man, dass die hier spitz zu laufende Blütenblätter hat mit einer stärkeren Struktur, mit einer Musterung, ähnliche Farbe praktisch wie diese Blüte. Die ist halt einheitlich gefärbt und die Blütenblätter sind richtig schön rund. Die Buddha's Thresher ist schon eine relativ alte Hybride, eine wunderschöne Hybride und die spielt jetzt in diesem Hybridisierungsvideo eine tragende Rolle. Denn zum einen wird sie bestäubt und zum anderen, wenn es klappt und ich den Pollen nicht verliere, das Pollinium, werde ich dieses Pollinium auf eine der beiden Orchideen hier übertragen. Jetzt fragt ihr euch, jetzt steht aber hier eine vierte Orchidee. Genau, und zwar, die kennt ihr, das ist die Phalaenopsis Everice Blue Angel Purple Halo. Die habe ich euch vorgestellt, das ist diese kleine putzig-wutzige Orchidee und ihr seht, die Blüte schaut so ein bisschen komisch aus. Die ist verblüht, weil ihr seht, die ist bestäubt. Wenn ihr mir auf Facebook gefolgt habt, dann wisst ihr, mit welcher Orchidee ich sie gekreuzt habe. Wenn ihr mir nicht folgt, dann wisst ihr es nicht. Schaut mal auf Facebook nach und schreibt es in die Kommentare, ob ihr es rausgefunden habt. Auf jeden Fall seht ihr, sie ist hier am Basteln einer schönen Samenkapsel. Ob diese Samenkapsel allerdings wirklich keimfähige Samen hervorbringt, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und dann schauen wir, wie wir damit weiter vorangehen. Auf jeden Fall wisst ihr, sie ist erfolgreich bestäubt. Und jetzt kommen wir zum Akt. Und zwar zum einen, das Pollinium befindet sich an der Blüte hier vorne. Das heißt, da gehe ich mit dem Bleistift hin. Ihr könnt auch mit einem anderen Bleistift hin. Und dann sehen wir, hier ist das Pollinium. Und die Kappe, die müssen wir natürlich vorher entfernen. Wundert euch nicht, wenn hier in diesem Video die Kamera sich immer mal von diesem Punkt zum anderen Punkt wendet, weil ich mache Fotos und dann mache ich die Bestäubungsbeschreibung auch auf die Webseite. Jetzt müssen wir gucken, dass wir an das Pollinium herankommen, sodass die eben schön frei sind. Es klappt nicht immer, das ist eine ziemliche Fummelarbeit. Da haben wir es. Seht ihr das? Das hier ist das Pollinium, diese zwei kleinen gelben Knubbel. Da sind die ganzen Pollen drin. Da sind die männlichen Organe, so ähnlich schaut es auch aus, mit denen wir die Orchideen dann bestäuben können. Theoretisch könnte ich diese Orchidee jetzt einfach mit ihrem eigenen Pollen bestäuben. Das heißt, da müsste ich einfach hier unter die Nase gehen, da sieht man so zwei Zähnchen und da das Pollinium ablegen. Aber dann würde zwar am Ende auch wieder keine Buddha's Thresher herauskommen, sondern wieder irgendwas anderes, weil da sind so viele verschiedene Gene, dass eben nur die dominanten Gene dabei hervorstechen würden bei der Züchtung. Und was hier herauskommt, wird natürlich auch erst dann zu wissen sein, wenn es soweit ist. Jetzt nehme ich die Summer Lady, die ja an und für sich eine echt schöne Hybride ist, aber vielleicht ist es mit ein bisschen Buddha Power auch ein bisschen besser. Und dann geht man unter die Blüte. Bei diesem Prozedere kann es natürlich passieren, dass man die Blüte beschädigt. Ja? Ihr müsst aber auch eins wissen, wenn ihr die Blüte erfolgreich oder auch nicht erfolgreich bestäubt habt, die wird relativ kurzfristig verblühen. Dann nehmt ihr das Pollinium und geht praktisch hier in die Blüte rein. Dann ist da so eine Klebscheibe, also so eine Fläche, die klebt. Und da bleibt das Pollinium haften. Und da ist praktisch das weibliche Organ der Orchidee und ihr seht, ihr geht die Kappe von der anderen Blüte schon runter und jetzt
ist noch nichts passiert. Ich sage euch, manchmal ist das mit der mit dem Liebesspiel der Orchideen ein bisschen schwierig. Manchmal kleben die auch nicht. Jetzt ist eins weg. Jetzt ist eins in der Blüte stecken geblieben. Das heißt, wir haben theoretisch jetzt hier noch ein Pollinium übrig, mit dem wir die andere Blüte bestäuben können. Ups. Na, hier geht es aber rau zu. Mit dem wir die andere Blüte bestäuben können. Können wir die Seitenansicht machen, da kommen die Biene. Und dann, da ging es schneller. Seht ihr, die war klebriger. Die war ein bisschen williger, diese Orchidee. Aber jetzt hat diese hier auch schon hier, die will sich auch vermehren. Jetzt ist hier die Kappe ab. Jetzt kann man eben die Biene gleich nochmal nutzen, die Bleistiftbiene. Und jetzt haben wir hier schon das nächste Pollinium. Seht ihr, so schnell geht das. Und jetzt schauen wir weiter. Damit das Ganze jetzt natürlich nicht so unfair ist, dass eben nur die Buddha's Treasure ihren Pollen weitergegeben hat, sondern eben auch hier die Summer Lady sagt, hey, du Pollenverteiler, ich zeig's dir, dann kriegt die eben auch die Summer Lady hier ab. Und hier kann man sogar ganz gut erkennen, weil eben die Blüte auch noch so einen schönen Kontrast hat. Und hier sieht man diese Zähnchen und jetzt geht man hier drunter und zack, das war die ganze Bestäubung. Das war der ganze Orchideenakt. Und damit das Ganze dokumentiert wird, mache ich hier noch ein Foto. Ihr hört es im Hintergrund. Klack, klack, klack. Es werden hier auch noch irgendwelche erotischen Orchideenfotos gemacht. Und jetzt war die Bestäubung der ersten Blüte passiert. Jetzt habe ich hier zwei Blüten der Summer Lady bestäubt. Und eigentlich, jetzt habe ich die schon wieder umgeworfen. Die ist vielleicht eifersüchtig. So. Ist halt schwanger, die fällt halt einfach so um. Genau. Jetzt habe ich die Summer Lady bestäubt. Und eigentlich wollte ich hier diese Orchidee, die Sogo Lobby, bestäuben. Und tja, so ist das. Es ist hier eine wilde Orchideenorgie. Ich sag's euch, das da. Das ist echt. Also ich hoffe, dass YouTube das wirklich als Orchideenvideo anerkennt und nicht irgendwelche falschen Sachen reinterpretiert. Es geht hier um Botanik. Ja, Botanik. So, jetzt haben wir hier wieder das Pollinium und ihr seht, es ist echt. Es kann so einfach sein. Jetzt gehen wir hier bei der Sogo Lobby unter die Blüte. Manchmal ist es auch ganz witzig. Und jetzt seht ihr Pollenkonflikt. Ja. Und so verrückt das auch schaut hier. Jetzt sind hier zwei Pollinien auf dem Stift. Und das passiert in der Tat auch in der Natur. Das heißt, das ist eben das Krasse. In der Natur kommen die Bienen und die sind dann voller Pollinien. Und das macht den Zufall aus, ob die Biene nicht zufällig wieder die ursprüngliche Blüte bestäubt. Und jetzt haben wir diesen Konflikt. Ja. Zwei Pollinien auf einem Bleistift. Das ist knifflig. Jetzt nur aufpassen, dass es keine Selbstung gibt. Jetzt ist das erste Pollinium weg. So lang. Und ihr seht, es ist der Unterschied. Die eine ist sogar heller. Das eine Pollinium ist heller als das andere. Und jetzt können wir hier die Buddha's Treasure bestäuben. Muss man das Ganze natürlich kennzeichnen, damit man weiß, welche Blüte mit was bestäubt worden ist. Weil sonst kommt man durcheinander und weiß dann gar nicht mehr, was hier überhaupt passiert ist. So, das Ganze ist echt kompliziert. Na, lassen wir das eine Pollinium da. Die andere Blüte ist ja schon bestäubt. Ihr seht das nicht so einfach. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, den Job müssen die Bienen machen. Ja. So. Die haben wir bestäubt. Jetzt kommt die zweite Blüte, die wir hier noch haben. So. Weg. Nein, nicht weg. Zum Glück erkennt man die, kann man die unterscheiden. Eben. Es wären hier noch das nächste Pollinium an der Biene. Das ist echt der Wahnsinn. Pollinien ohne Ende. Na, hat es noch nicht geklappt. Ihr seht, es ist nicht so simpel. Anstrengend, Biene zu sein. Jetzt hat es geklappt. Und jetzt kriegt hier, das ist das hellere Pollinium von der Sogo Lobby. Jetzt kriegt die Buddha Treasure hier die doppelte Bestäubung, wobei es immer nur eine erfolgreiche Bestäubung gibt. Nur kommst du, die will nicht mehr. Die ist schon völlig fertig von dem ganzen Prozess. Na gut, einmal war ja schon. Jetzt hat es geklappt. Nein, hat nicht geklappt. Hängt immer noch hier.
So, das war's mit der ganzen Bestäuberei. Der Wahnsinn. Jetzt muss ich mir merken, Sogo Lobby, die muss ich so beschreiben, beschriften. Hier Summer Lady, hier wissen wir Buddha Treasure und hier wissen wir auch Buddha Treasure. So, jetzt wisst ihr, wie man das Ganze bestäubt. Wenn ihr weitere Fragen habt und wissen wollt, wie es hier mit ausgeht oder mit den anderen Blüten oder ob die auch erfolgreich bestäubt worden sind, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr es nicht verpasst, was daraus entsteht. Bis zum nächsten Video und tschüss.